Ich bin der Maximilian Harnisch, komme aus Wilka-Bohrersdorf und bin Schauspieler. Und was sind so deine Träume als Schauspieler? Was willst du mal erreichen? Einmal mit dem George Clooney auf der Bühne zu stehen. Was machst du bis jetzt schon für Projekte? Also jetzt spiele ich gerade im Burgtheater, bin bei einem Casting in der Endrunde und drehe gerade eine Serie. Ja. Seit wann machst du das schon? Eigentlich seit ich 7 bin. Seit du 7 bist schon? Okay. Was haben wir noch für Frage an unseren Burschen? Den Traum habe ich schon. Was ist sonst noch machen? Achso? Fußball spielen, ministrieren in der Kirche, Go-Kart fahren und Schlagzeug spielen. Schlagzeug kannst du auch spielen? Ja, also noch nicht ganz so viel. Aber wie lange spielst du schon? Seit September. Herzlich willkommen, Max. Kleiner Applaus, Max. Ich glaube, vor dem träumen sehr viele Große, was du schon als kleiner Mann alles möglich gemacht hast. Wovon träumst du? Ich träume eigentlich, was im Bericht schon war, dass ich mit dem George Clooney auf der Bühne stehen kann oder einen großen Film mit ihm machen kann. Mit ihm einem berühmten Star. Wie ist das, wenn du das mal zuerst erzählt, du fehlst auch in der Schule ab und zu immer, weil deine Fernsehserien schon unter der Schulzeit sind. Papa hat mir von einer ganz aufregenden Geschichte nächste Woche erzählt. Kannst du uns ein bisschen was erzählen davon? Passiert? Der Paul haut mit der Kutsche ab und nach ein paar Kilometern auf einmal machen die Pferde schlapp und der Paul fliegt dann in einen Bach. Und da wird er dann gerettet von mir. Wie heißt die Serie? Das Glück dieser Erde. Du bist auch für einen Kinofilm so im Finale beim Casting. Was könnte das werden? Der Film heißt Michael, ist eine französische Co-Produktion mit dem ORF. Ja. Jetzt hoffe ich, dass der Regisseur mal anruft. Ja, für alle, es findet ja auch ein Livestream statt und wir übertragen das auch ins Internet. Vielleicht kriegt er das auch mit. Wir werden auch einen Videoclip davon machen, vielleicht kannst du ihn danach schicken. Ja, was machst du außer Schauspiel noch? Weil du hast ja noch andere Talente auch. Fußball spielen, Schlagzeug spiele ich. Ministrieren in der Kirche und Go-Kart fahren noch. Coole Sache. Für wen drückst du dann bei der WM jetzt die Daumen? Für 4 Mannschaften. Brasilien, Spanien, Portugal und Argentinien. Okay. Die Chance, dass du für den Weltmeister die Daumen gehalten hast, ist sehr, sehr groß, gell? Fragen aus dem Publikum an den Max vielleicht? Wir haben gesagt, wir möchten es viel interaktiver gestalten. Derrick, bitte. Autogramme gibt es noch her, oder? Autogramme? Ja? Autogrammstunde nachher, okay. Danke. Ja. Keine Fragen, du. Perfekt erklärt alles. Das Glück dieser Erde. Wann beginnt das oder wann ist im Fernseher? Das weiß ich noch nicht, das ist unbedingt. Heute nicht mehr. Also unser der große Traum wäre mit dem George Clooney einmal. Okay, also wir in der Dream Academy werden unsere Flügel ausstrecken und werden schauen. Weil das, was wir genau in diesen Bereichen immer sehen, sobald man mal seine Träume ausspricht und einmal weiß, wovon man träumt, ist die Chance, dass sie wahrnehmend werden, schon sehr, sehr viel größer. Das haben wir in den letzten Monaten, Wochen und Tagen immer wieder gesehen, wie groß einfach die Chance ist, indem man es einmal ausspricht und indem man es mit anderen teilt. Weil dann die schönen Netzwerke zu arbeiten beginnen und oft das kleine Quäntchen Glück auch dazu kommt, dass es stattfindet. Max, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich glaube, wir werden jetzt schon einen Termin ansuchen, dass wir dich bald wiederkriegen, weil die Hauptrolle, glaube ich, wird schon gut. Und beim George Clooney, glaube ich, wenn du mit dem spürst, werden noch viel mehr Damen dann da sitzen. Wenn wir Full House haben, also wir melden uns heute schon an. Bitte komm wieder zu uns und berichte uns von deinen Heldentaten. Danke, dass du da bist.